So, da sind wir wieder. Wir bewegen uns jetzt weiter in Richtung Hüter des Wissens. Jupp. Hüter des Wissens, genau. Aber vorher gucken wir mal kurz, was hier wieder versteckt ist. Oh, ein Labor. Und ein Schatten. Die Scherner Schulterpanzer. Körperkraft plus 1. Den nehmen wir doch mal an uns. Und jetzt haben wir das vollständige Tishiana-Set. So wie es aussieht. Helm, Lederharnisch und Schulterpanzer. Alles mit wenig Behinderung. Das wäre schon ziemlich praktisch, das alles anzuziehen. Jetzt sehen wir sogar fast aus wieder wie ein zwergischer Soldat, aber nur fast wie ein zwergischer Armbrustschütze. Seht nur diese Bücher. Welch Wissen ist darin verborgen? Lasst euch nicht verleiten, hier allzu lange zu bleiben. Jetzt zählen Taten. Ja, Philiston ist natürlich, wie sagt man so schön, ein Torwaller. Der redet nicht, der fackelt nicht lange, der handelt. Und da ist der Hüter des Wissens. Reden wir ihn mal an. Der Hüter des Wissens grüßt euch. Mögen die alten Götter mit euch sein. Ja, danke. Wir brauchen ja etwas, um den Nurti-Schrein zu heilen. Wir müssen euch in einer dringenden Angelegenheit sprechen, Hüter. Und natürlich fällt Philiston uns gleich ins Wort, bevor wir überhaupt was sagen können. Ich verstehe. Um welche Angelegenheit handelt es sich? Mein Name ist Brenoir und dies ist Aslai Fockwulf Philiston. Das Fockwulf ist wahrscheinlich sein Titel. Oder so. Ach ja. Phyllis hieß sein Vater, weil Philiston heißt Phyllis Sohn eigentlich. Für die, die es noch nicht wissen. Okay, wir sind dem Ruf des Bündnisses gefolgt und kamen aus dem Subura-Land hierher, um Tishiana beizustehen. Naja, das ist eigentlich in erster Linie... Eigentlich ist es gelogen, wir sind hier, um Philiston zurückzubringen. Oder Phileas Son, so wird er richtig ausgesprochen. Oder Phyllis Son. Freut mich außerordentlich. Allerdings seid ihr sicherlich nicht nur hier, um mir eure werte Aufwartung zu machen. Nein, sind wir nicht. Okay, versuchen wir es mit überreden. Habt ihr den Nurti-Schrank gesehen? Kranke Pflanzen, zerfressen von Skarabäen, die sich an der Fäulnis laben. Ich brauche dringend Nurti-Samen, sonst breiten sie sich noch über den ganzen Palast aus. Zersala, das ist ja furchtbar. Wir müssen schnell handeln, aber mit Bedacht. Mit Bedacht ist immer gut. Meine Tochter wird sich um alles Weitere kümmern. Odania, sei so gut und hole einige von den Nurti-Samen für unsere Besucher und gib sie ihnen. Okay, das ist... Er ist wenigstens nett und aufrichtig. Ja, Vater, wie du wünschst. Aber warum gucken die gerade die elfischen Frauen immer so ich böse? Bitte euch, folgt mir. Okay. Folgen wir ihr. Ach, noch eine Truhe. Die können eh nichts mehr hier mit den Reichtümern anfangen. Honig. Aber ne, ich will nur die Goldmünze und das Blattgold. Und jetzt soll ich der Tochter des Hüters folgen. Oh Mann, das ist echt eine lange Quest, die ich eigentlich nicht so eingeplant hatte. Ah ja, der gute Phyllis-Son. Ja, ich komme mit dem Namen immer noch nicht richtig klar. Hat uns da in was reingezogen. Okay, Odania. Hier, die Samen der Nurti. Sie sind sehr kostbar. Verwendet sie weise. Das machen wir. Wir sind immerhin ein Geode. Wir wissen, wie man mit den Samen der Erde umzugehen hat. Ja, auch wenn wir jetzt nicht mehr besonders geodisch aussehen. Aber wir sind schon mal ein bisschen besser gepanzert als mit dem Fellmantel. Die Seelenwaffen, abgesehen vom Seelenbogen, könnten wir theoretisch
demnächst mal auf der Talisia in der... auf der Talaria. Falsches Spiel, Talisia ist Grimbrock, meine Grimbrock-Schurken. Auf der Talaria in der Truhe lagern. Bis auf den Seelenbogen, den sollten wir Feieris geben. Dass sie ihn bei Bedarf verbessern kann. Nebenbei, was brauchen wir nochmal dafür? Bogenbau. Anleitung verbesserter Seelenbogen. Eine Alraune. Vollendeter Seelenbogen. Baue ich die Eingebung und einen großen Heiltrank. Ja, die Eingebung wird wahrscheinlich schwieriger zu finden sein als der große Heiltrank. Aber gut. Gehen wir mal extra über die Brücke. Die meisten folgen mir auch über die Brücke. Luquado muss durchs Wasser laufen. Ah ja. Ich muss auch ehrlich sagen, selbst diese Elfenhofstadt sieht sehr schön gemacht aus. Auch wenn ich eigentlich nicht so sehr das Wüstensetting mag. Ich bin eher der Bergzwerg. Ja. Hallo, Mayana. Ich sehe, der Weg, der sie zur Saat der Noti führen würde, wurde beschritten. Doch soll die eigentliche Reise erst beginnen. Und das heißt? Dann müssen sie an den heiligen Schrein Nurtis gehen, den sie von den zehrenden Bestien befreiten. Und nur die Saat pflanzen, wo die Kraft des Humus noch rein ist. Nur dort kann Gutes noch gedeihen. Na, dann werden wir das mal machen. Und wie erkenne ich, welche Teile der Erde unverderbt sind? Sie werden erkennen, wo zuletzt noch nur die Saat gedieh. Nahe jener Blumen wird ihre Saat aufgehen. Okay. Ich brauche mehr Wissen zu diesem Ort, wenn die Saatnotis aufgehen, so ja. Wenn dem so sei, so werden sie in dem Folianten des Schreinhüters fündig werden, welcher von diesem Garten beherbergt wird. Ah ja, na danke. Also dann mal auf zum Noti-Schrein. Und ja, hier sieht wirklich alles verdorrt und verdorben aus. Ah, Pflanzung des geheiligten Beetes. Gucken wir mal. Extra ein Autosave. Sei gewarnt bei dem Bepflanzen den heiligen Beetes dieses Noti-Schreins. Skarabäen der Freundes haben sich tief in den Wurzeln gefressen. Pflanzt du die heiligen Samen an falscher Stelle, brechen diese Monster aus dem Boden hervor und richten Unheil an. Um die Kraft Notis zu stärken, musst du 4 reine Pflanzenstellen finden. Jede Stelle zu erkennen erfordert Augenmaß und Geschick, doch bemerke, dass eine mystische Verbindung besteht zwischen den bepflanzten Stellen und den unverderbten Blumen. Je mehr gute Pflanzenstellen ringsum sind, desto größer ist die Anzahl der roten Blütenkelche. Zeigt sich keine einzige Blüte, so sind die 8 angrenzenden Felder allesamt verdorben. Zeigt sich eine rote Blütenstelle, so grenzt eine reine Pflanzenstelle an jede Blume. Bei 2 roten Blütenstellen sind sogar 2 gute Pflanzenstellen bei indirekter Nachbarschaft. Es gibt uns die heilige Göttin Noti ein Zeichen, wie wir Bepflanzung Kraft sammeln können. Juhu, wir sollen Minesweeper spielen. Okay. Minesweeper in Spezialversion. Deswegen geht mal alle anderen weg hier. Ich muss mir das genau angucken. Also gut. 2 bedeutet, dass 2 angrenzen. Keine bedeutet, dass keine angrenzt. Also fällt die Pflanzenstelle schon mal weg. Ah, die fällt weg. Die fällt auch weg. Weil die ist nicht. Also gilt diese Pflanze hier diesem Feld. Richtig? Bingo. So.
die Pflanze deutet auf die und die. Weil da nichts ist, fällt die Pflanzenstelle weg. Also müsste da was wachsen. So, genau. Die Pflanzenstelle deutet, dass zwei sind. Da ist eine. Die Pflanzenstelle bedeutet, dass hier, 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 hier und hier nichts sein kann. Also muss hier eine rein. Genau. Sehr gut. Und das ist tatsächlich irgendwie wie so eine Art Minesweeper. Okay. Die Pflanze und die Pflanze sagen aus, dass um sie herum zwei sind. Also hier, 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 hier und hier müssen irgendwo zwei Pflanzen sein. Also müsste nach dem Ausschussverfahren hier die letzte Pflanze hin, oder? Tatsächlich. Quado hat dein Level up. Und dein Ladebildschirm. Ja, das war ein hübsches Logikrätsel. Muss ich ehrlich zugeben. Wer kommt da? Ah, das wird die Prinzessin sein. Ach, mein König und Vater. Wenn ich all diese Pracht sehe, muss ich an die Tage denken, die wir hier in Frieden verbringen durften. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich hoffe, du kannst mir eines Tages verzeihen, dass ich den Palast nicht ohne dich verlassen wollte. Wer... Oh, verzeiht, ich habe euch gar nicht bemerkt. Zwischensequenz. Habt ihr diesen Ort geheilt? Ja, das waren wir in der Tat wir, der kleine Giodengärtner. So ist es, Hoheit. Wir waren es, die den Samen der Noti hierher brachten und einfach... Dann bin ich euch zu großem Dank verpflichtet. Ihr könnt nicht erahnen, wie viel mir dieser Garten bedeutet. Mein Vater ließ ihn seinerzeit anlegen. Endlich mal eine Hochelfe, die nicht so böse guckt. Nehmt dies als Zeichen meiner Verbundenheit. Und tragt es im Andenken an diesen Ort. Das Amulett der Heilung. Na, aber sehr nett. Wer seid ihr? Eure Kleidung mutet so seltsam an. Gehört ihr etwa dem Verstärkungstrupp aus dem befreundeten Sumuraland an? Wir tragen eigentlich so eine Ehrengarde-Rüstung, aber egal. So etwas in der Art. Genau genommen sind wir wegen euch hier. Hört, Hoheit. Mein Name ist Aslai Fogwulf Eliasson. Ich weiß, das wird nicht leicht zu akzeptieren sein. Doch euer Vater schickt mich. Er erwartet euch bereits im Land hinter den Nebeln. Also Phileasson. Okay, ich versuch's so auszusprechen. Mein Vater? Aber er zog doch erst heute mit dem ersten Sonnenstrahl in den Kampf. Nun soll er geflohen sein? Er würde niemals seinen hochköniglichen Eid brechen und Tishiana den Feinden Pyrs überlassen. Haben wir eine Zeitreise? Wie ich schon sagte, es wird nicht einfach, dies zu erklären. Euer Vater hat seinen Eid nicht verletzt. Dennoch wartet er im Land hinter den Nebeln auf euch. Er braucht euch. Euer Volk braucht euch. Haben wir etwa eine Zeitreise gemacht, als wir durch den Sphärenriss sind? Das ergibt keinen Sinn. Nichts von dem, was ihr da sagt. Entweder ihr seid wahrhaftig von den Mächten Uremas entsandt oder... Oder ihr seid vom Fieber befallen. Ich... Hoheit, entschuldigt die Störung. Unsere Späher warnen vor einem neuen Angriff der namenlosen Horde. Ich habe Befehl, euch in Sicherheit zu bringen. Okay, da kommt was. Kommt mit uns. Phileasson, bringt euch fort von hier zu eurem Vater. Dort braucht ihr keinen Angriff mehr zu. Wenn ihr wirklich von meinem Vater hierher entsandt wurdet, dann kämpft an der Seite der Wachen gegen die Horden des Namenlosen, so wie er es tun würde. Ich muss nun gehen. Wache, geleitet mich auf meinem Weg. So stur. Hört ihr das? Das ist doch Kampflärm. Los, zurück in die große Halle. Würselkraut, Würselkraut Belmart, Brechbohnen, Yoruga, brauche ich nicht. Ich brauche eine Alraune. Aber gut. Auf geht's.
Jetzt müssen wir wohl oder übel in die Haupthalle zurück.